Ein Doppelbudget liegt hinter uns. Die abschließenden Zahlen liegen im Rechnungsabschluss 2011 nun schwarz auf weiß vor. Welche Bilanz ist zu ziehen? Es ist nach wie vor eine angespannte und schwierige Situation, aber wir halten streng unseren Budgetkurs. Und das bedeutet, dass wir im Jahr 2010 mit dem Budget eine Punktlandung hingelegt haben. Und besonders erfreulich im Jahr 2011 ist es uns, weil wir uns strikt an unsere eigenen Sparvorgaben gehalten haben, sogar gelungen, die vom Landtag genehmigte Neuverschuldung um rund 19 Millionen zu unterschreiten. Wir haben einfach jeden Cent, den wir zusätzlich eingenommen haben durch die gute Konjunktur, auch zur Reduzierung der Neuverschuldung verwendet. Das heißt, der Kurs stimmt und solange wir strikt auf diesem Kurs bleiben, werden wir es auch schaffen, dass wir ab 2017 wieder ein ausgeglichenes Budget ohne neue Schulden vorlegen können. Worauf kommt es bei der Finanzplanung in den kommenden Jahren an? Das Allerwichtigste ist, dass der gesteckte Plan, nämlich Ausgabenobergrenzen einzuhalten, tatsächlich eingehalten wird. Wir haben jetzt erstmals in Salzburg per Gesetz Ausgabenobergrenzen für die Jahre auch nach dem jeweiligen Budget und das muss eingehalten werden.